Hallo ihr Lieben, jetzt geht's los. Hallo ihr Lieben, es geht los. Wir sind im Auto und fahren gerade los. Ich habe gerade geguckt, die Kinder schlafen nämlich gerade beide. Wir hatten keine so gute Nacht und deswegen sind beide sehr müde, was jetzt aber uns zugute kommt. Wir fahren jetzt nach Frankfurt, was nur 2 Stunden von uns entfernt ist. Aber einfach ein kleiner Schritt in Richtung Dänemark. Wir müssen jetzt noch ganz kurz wohin fährst du? Huch. Wir müssen jetzt ganz kurz noch ein Nummernschild kopieren gehen, nachmachen lassen gehen, weil wir haben, wie ihr gesehen habt, eine neue Heckbox. Heißt das Heckbox? Also so eine Box für auf die Anhängerkupplung. Ist heute Morgen angekommen. Gepäckträger für einen Gepäckträger. Und da ist eine Gepäckträgerbox drauf, was mega ist. Wir zeigen euch das später. Achso, nee, ihr habt es ja gesehen. Ich habe es im Handy vorher gefilmt. Wir kamen noch nicht zum Vloggen. Wir haben uns auch vorgenommen, dass ich nicht so viel laber in den Reisevlogs, dass es ein bisschen interessanter wird. Deswegen höre ich jetzt auf. Wir fahren jetzt und machen das Nummernschild nach und dann fahren wir nach Frankfurt. Da haben wir ein schönes Hotel und dann machen wir dann eine Roomtour nachher. Es geht los. Wir sind so aufgeregt und freuen uns so sehr, dass ihr dabei seid. Das war's schon? Ja. Oh krass, das ging schnell. Wir haben's schon. Dann kann's jetzt losgehen. So, das ging jetzt super unkompliziert, weil man da nicht irgendwie TÜV-Plaketten oder so drauf machen muss. Das ist wirklich nur eine Kopie von dem echten Kennzeichen für diese Box. Also das ging jetzt 3 Minuten, sehr gut, 17 Euro. Und jetzt gehen wir auf die Autobahn. Ich habe gedacht 2 Stunden bis Frankfurt, aber es sind 2 Stunden 20. Und wir müssen einmal kurz vorher laden. Wir haben jetzt viel mehr Gewicht durch die Box und Mia ist noch dabei. Aber wir wollen ganz entspannt sein. Wir wollen ganz entspannt reisen, wenn wir, wir haben ja keinen Zeitdruck. Genau. Hoffentlich schlafen die Kids eine Weile. Und dann nehmen wir euch gleich beim nächsten Schritt mit. Minuten, 30 Minuten später, größtes Geschrei, Ben ist aufgewacht, einfach angefangen zu brüllen. Ich weiß nicht, ob er nicht mehr wusste, dass wir im Auto sind oder was passiert ist, aber Liana ist natürlich auch gleich aufgewacht von dem Geschrei und hat dann gesagt, fahr dran, hat sich Sorgen gemacht um Ben. Und dann sind wir natürlich gleich rangefahren auf einen Parkplatz. Gott sei Dank war wirklich gerade einer da und waren jetzt kurz, wie ihr gesehen habt, auf dem Spielplatz. Haben uns kurz die Füße vertreten, jetzt wieder was angemacht auf dem iPad, jetzt fütter ich gerade die 2 mit Trauben
Und dann schauen wir mal, ob wir weiterkommen. Also Schlaf ist jetzt vorbei. Und wir haben noch fast 2 Stunden. Eine Stunde 52. Gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. 20 Minuten später, naja, 30 Minuten später, schon wieder Pause. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, dass wir an einer Tesla-Ladestation Pause machen. Einfach, um nicht Zeit zu verschwenden, dass wir das Auto ein bisschen zwischendurch laden. Totaler Fail in der Nähe von Bruchsal. Ein richtig hässlicher, ekelhafter Parkplatz. Überall Müll, es stinkt. Wir fahren weiter. Also, wie ihr seht, Müll. Irgendwie so ein ganz komisches Gebiet. Nebendran ist irgendein chinesisches Restaurant. Überall stinkt's. Ja, schnell weg hier. Wir haben schon mal unser Abendessen mitgenommen. Subway. Wir sind da, oder Schatz? Ja, Gott sei Dank. Wo müssen wir die hin? Mit Kindern nicht einfach. Aber es wird besser. Hoffentlich irgendwann. Unser Backhaus. Ganz spektakulär, oh mein Gott. Und unser Box. Bisschen nicht reingepasst, ganz. Aber ich glaube, es ist ganz okay mit dem Platz, oder? Ja, man kann vorbeifahren. Da ist die Mia. Ihr Lieben, ich sehe chaotisch aus. Bitte nicht beachten. Autofahrt erzähle ich euch nachher mehr. War nicht so gut. Aber wir sind angekommen und wir haben ein echt schönes Zimmer. Das Hotel heißt Capri by Fraser oder so. Papa kommt gleich. Papa ist mit Mia raus. Ein Spiegel, ja. Ich zeig mal kurz unser Apartment, okay? Also, man kommt hier rein. Ich zeig alles, mein Schatz. Man kommt hier rein und hat gleich einen Tisch und 4 Stühle. Na klar darfst du vloggen. Willst du es erzählen? Also, dann sag, was du siehst und ich vlog. Ja. Okay. Zeig uns mal die Küche. Das ist ein Spiegel, Schatz. Zeig uns mal die Küche, Liana. Hier ist ein Waschbecken. Ein Waschbecken, genau. Schau mal, da oben ist sogar eine Mikrowelle. Gucken wir mal, ob hier was drin ist. Oh ja, Gläser und Tassen. Geht das auch auf? Die Dunstabzugshaube zum Kochen. Hier ist ein Gewürzregal, aber nichts drin. Eine Herdplatte, wo wir gleich Nudeln kochen können, stimmt's? Waschbecken hat Liana schon gezeigt. Da ist der Mülleimer. In der Schublade. Oh, Pfannen und Kochtöpfe. Ein Küchenhandtuch und ein Schneidebrett. Und Besteck. Ja, ein Kühlschrank, das ist Kaffeesahne. Also alles, was man braucht. Ja, mein Schatz, wirklich sehr gut ausgestattet, die Küche. Der Papa kommt gleich, der Papa ist mit Mia raus. Du musst auch die Punkte zeigen. Die Punkte muss ich zeigen? Okay. Lass uns zuerst das Badezimmer vloggen. Ein Waschbecken. Und ein Klo und eine Badewanne. Du musst auch die Punkte zeigen. Die Punkte muss ich zeigen. Die Punkte muss ich euch zeigen. Da kann man seine Jacken aufhängen. Oh, tatütata, Ben. Und dann haben wir hier den Spiegel. Okay, und hier ist ein Spiegel. Also, jetzt haben wir euch schon die Küche gezeigt und das Badezimmer. Hier, wie gesagt, der Tisch. Und dann hat man hier eigentlich so ein Wohnzimmer-Schreibtischbereich. Aber da wir ja zu viert sind, haben sie hier uns ein Bett gemacht. Also normalerweise wäre hier Bagger. Normalerweise wäre hier eben Couch, Schreibtisch und Fernseh. Aber jetzt ist hier Papas Bett. Und unser Schlafzimmer ist hier. Wir haben eine Höhle gemacht. Ihr wisst ja, wir benutzen kein Babybett. Wir schlafen alle zusammen im Bett. Und deswegen haben wir hier jetzt eine Höhle gemacht. Da können die kleinen Süßen nachher drinnen spielen. Ja, Schatz? Und ich muss noch gucken, wie ich das wieder sicher mache, dass keiner rausfällt. Die Kinder haben so lange durchgehalten. Die Fahrt war echt anstrengend. Und deswegen habe ich jetzt gleich die Spielsachen ausgepackt. Jetzt sind sie gerade wieder schön am Malen. Von Oma und Opa gab es ein neues Buch. Das werden wir nachher auch mal zusammen lesen.
Mein Junior-Lexikon-Urlaub. Wie so oft, ihr Lieben, Nudeln mit Tomatensauce, die von Fruchtbar. Die essen die Kinder einfach sehr gerne. Der Papi kommt gleich, Schatz. Ben ist es gar nicht gewohnt, dass Papi weggeht. Es kocht und jetzt kommen die Nudeln rein. So, das Essen für die Kinder ist fertig. Jetzt essen sie erstmal was. Miechen, geht's auch gut? Ne? War gut die Autofahrt? Bisschen warm hier. Gleich wird's kühler, wir haben die Klimaanlage angemacht. Bagger willst du? Bagger oder noch essen? Jaja und Papa holen Agi, ne? Jaja und Papa holen was zum Trinken. Hallo ihr Lieben. Wir haben gerade die Matratzen tiefen gereinigt auf Instagram. Habt ihr das vielleicht gesehen, wenn ihr uns da folgt? Da kam viel milden Dreck raus. Hallo meine Lieben. Wenn ihr mir auf meinem Hauptkanal folgt, dann habt ihr gesehen, wir sind eingecheckt im Hotel. Wir sind geschäftlich ja immer mit dem Hühler unterwegs und das nutzen wir auch aus. Seit ich weiß, was sich in Matratzen befindet, möchte ich da nicht drin schlafen, wo andere Menschen ihre Hautschuppen verloren haben und wo Milben drin leben. Und deswegen werden wir jetzt hier mal eine Runde tiefen reinigen, bevor wir schlafen gehen, bevor ich die Kinder schlafen lege und nehme euch natürlich mit. Jetzt auf den ersten Blick sieht das doch alles ganz sauber aus. Bei André haben wir schon Haare gefunden auf der Matratze, aber das sieht hier wirklich frisch aus. Das sieht gut aus, ne? Jetzt gucken wir mal, was in den Matratzen drin ist. Wir müssen uns jetzt gleich durch einige Schichten durcharbeiten, aber das ist eigentlich ein gutes Zeichen, ne? Und das sieht auch ganz gut aus. Hier haben wir einen Matratzenschoner, einen Topper. Der Papa ist da, super. Und eine dicke Matratze. Ein paar Haare, aber ja, das kann man, glaube ich, nicht vermeiden, ne? Das wird jetzt tiefengereinigt, ihr Lieben. Ich bin so gespannt. Meine Lieben, natürlich immer vorher, dass ihr auch seht, dass hier keiner schummelt. Klares Wasser. Between concrete walls, there's a place for us. Where we could go, where we could be alone. Between city lights, we don't have. Jetzt haben wir mal nur den Matratzentopper. Ne, wie heißt das? Matratzenschoner, also das ganz, ganz dünne. Ja. Papa, Papa. Was ist das, Ben? Papa. Der Papa? Ja. Papa hat gesaugt? Wir können jetzt nicht mehr so lang machen, weil wir Nachbarn haben, aber ja, reicht, oder? Ja, weißt du, nebendran ist auch ein Zimmer und es ist schon fast 10 Uhr. Ja, das ist Bär, Ben, hast du recht. Wisst ihr, und in sowas schläft man halt dann. Das ist diese ganze Milbenkacke, Milbenkot und darin liegen wir. Das atmen wir ein, das ist einfach übelst eklig. Wir haben es uns hier gemütlich gemacht mit Kerzen, wir haben sauber gemacht, wir haben uns eingerichtet, wir haben Abend gegessen, wir haben gespielt, wir haben gebadet. Also echt ein richtig schöner erster Abend. Die Autofahrt war nicht so gut, ich habe es ja unterwegs kurz erzählt. Es ist einfach super schwierig und die Kinder mögen keine Autofahrten und wir versuchen aber trotzdem sehr positiv an jede Autofahrt ranzugehen und zu sagen, diesmal klappt's gut. Und dann war der Akku leer. Aber ja, ihr Lieben, ich wollte auch gar nicht so viel reden. Die Autofahrten werden besser werden. Wir werden da ganz toll drauf hinarbeiten. Die Kinder werden sich auch jetzt während der Reise bestimmt dran gewöhnen. Trotzdem machen wir ganz kleine Strecken, eben dass es nicht zu viel wird. Allerdings morgen haben wir ein bisschen eine größere Strecke vor uns von Frankfurt nach Hannover. Und das sind halt fast 4 Stunden. Aber wir werden morgens 2 Stunden fahren oder gucken, wie es klappt. Über Bens Mittagsschlaf vielleicht und dann eine Pause machen irgendwo, Spielplatz, essen gehen und dann nochmal 2 Stunden. Aber ihr seid ja morgen dabei. Bis dahin, macht's gut und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Vlog dabei seid. Bis ganz bald. Ich wollte nur nochmal die Chiller-Position zeigen. Geht's dir gut? Ja. Findest du unsere Reise toll bisher? Das ist ein kleiner Insider. Wir waren gestern uns verabschieden von den Ziegen.
Und dann hat eine Ziege Pipi gemacht und die andere hat das Pipi aufgeschleckt und hat dann dieses Gesicht gemacht. Warum auch immer. Tschüss, Schatz, bis morgen. Ich würde sogar sagen, getrunken. Okay, too much information. Bis morgen, Flock. Bis morgen, Flock.